Also hier vorne ist der ideale Ort, um gleich mehrere Queste zu beenden. Hier sind nämlich die Wendigos und ich erinnere mich noch dran, wie ich damals zum ersten Mal den Classic hier kam. Hab da auch Leute kennengelernt, mit denen ich später nochmal lange zusammengespielt habe. Unter anderem ein Schurke und ein Jäger. Pärchen, männlich. Also die waren kein Pärchen, aber die haben da irgendwie schon zusammen gespielt und sich da auch kennengelernt. Und so wächst ja dann auch eine Gemeinschaft, ne? Und dann bin ich hier hingezogen und damals habe ich ja als Mensch Paladin angefangen. Für mich war das dann hier so zum ersten Mal so in einer ganz anderen Gegend zu spielen. Und dann kommt sie hier zu dieser Höhle, wo diese riesen Wendigos drin sind. Das sind auch relativ viele hier auf einem Platz, die hier rumwuseln. Da werde ich gleich mal Feedback schicken müssen. Die latschen mir viel zu schnell, scheint es mir. Ich meine, die wären irgendwie so gemächlicher unterwegs gewesen. So. Ja, und die haben natürlich hier Mähnen dabei. Und so wie es in Classic üblich ist, dürften die nicht jeder eine Mähne dabei haben. Und wir haben unseren ersten kleinen grünen Beutel. Jawohl, endlich eine Taschenplatzerweiterung. Jetzt haben wir hier weitere Plätze. Bei ESO müssten wir jetzt Geld einwerfen, um das haben zu können. Hier kann es, wie gesagt, ein Schneider. Und das ist ja auch sehr, sehr schön, ne, wenn man dann mit wilden Kollegen, dass man dann auf die Aufmerksamkeit angewiesen. Genau, nicht angewiesen, aber man unterstützt sich gegenseitig. Du hast einen Schneider in der Gilde, ihm schickst du dann immer deinen Stoff und als Dankeschön kriegst du irgendwann einen Beutel zurück. Und das ist halt auch was, was im heutigen Spiel irgendwie verloren gegangen ist. Ich würde euch gerne auch ein bisschen mehr zum Auktionshaus erzählen. Ich habe schon geguckt, ob ich damit ein bisschen Geld verdienen kann, aber das Problem ist, es sind einfach viel zu wenig Leute auf den Servern hier um mein System. Da muss ich dann dem Mo aus dem Podcast dann doch mal ein bisschen recht geben. Um hier mein System durchziehen zu können, sind das hier echt zu wenig Leute. Ich nehme übrigens hier die Folge am Stück auf, soll ich jetzt mal irgendwo die Begrüßung oder die Verabschiedung vergessen haben. Entschuldigung. Da ich noch nicht genau weiß, wie ich das zusammenschneiden werde. Aber ich hätte vielleicht vorher mal eben kurz nochmal hier. Und da. Da brauchen wir noch Eberrippchen, die brauchen wir auch noch. Und hier vorne laufen halbwüchsige Schneeleoparden rum, auch sehr schön. So, da sind wir jetzt hier mal beim Gastwirt, denn die Eberrippchen, die habe ich jetzt erstmal alle zusammenge... Ist das der Wusel? Nee, das ist der Worsel. Alter, das sieht auch krass aus, ne? Mit diesem Kleid und dann diesem, diesem Lappen hinten drauf immer. Wir brauchen jetzt noch ein Rhapsody Malzbier. Das wollen wir natürlich mal eben kurz hier erwerben. Und dann können wir das, glaube ich, mal abgeben. Und dann kann ich ja weiter Wendigo-Minen sammeln. So. Wenn der arme Kerl noch nicht in die Kneipe darf. Ich bin übrigens mal gespannt, wie ihr euch entscheidet. Bleibt mit Quest vorlesen oder ohne, oder? Alexa, stopp! Da ist gerade das Video fertig. Die Dame, die muss ja auch immer einmischen. Genau. So, Vorräte, die waren, glaube ich, hier vorne für den Kollegen. Und dann geht es weiter, Wendigo-Minen sammeln. Das Ding ist, ja, nicht jedes Wendigo hat eine Mähne, wie es aussieht. Genauso wie, keine Ahnung, wenn man irgendwie Trollaugen sammelt, hat nur jeder vierte Troll ein Auge. Grüße. Das gibt mir zu denken. So, jetzt sollen wir das nach Brunal bringen. Und das ist hier oben. Das wäre sozusagen der nächste Quest-Hub, aber vorher latsche ich jetzt nochmal zurück und mache hier zumindest dieses Wendigo-Minen-Quest fertig, denn in Brunal sind dann, oder Brunal, oder wie auch immer man das aussprechen soll, sind die Quests natürlich wieder ein Level höher. Und das Problem ist dann, ist es halt unnötig schwer. Was heißt schwer, ne? Es ist halt Classic. Zwei Mobs pullen ist vorbei, in aller Regel. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da gab es hier, gibt es hier eine Quest, wo man hier oben bei diesen Trollen, da muss man so Körbchen sammeln. Und ich glaube, das ist für viele, die WoW Classic damals gespielt haben, Classic-weise, der erste Ort gewesen, wo man wirklich einmal umgenatzt wurde, wo dann wirklich, ja, die Ads einen aus den Schuhen geschlagen haben. Ne? Das glaube ich schon. Genau, da sollen wir dann gleich hin. Und der gibt uns das natürlich wieder nicht freiwillig, sondern dann müssen wir da noch irgendwas anderes mitmachen.
Ach, guck mal, hier wird gerade eifrig gefarmt. Da sind die Wendigos alle tot. Na sowas. Dann nehmen wir den hier so lange, bis wir einen finden. So, ein paar Wendigo-Minen später. Minen, ich sag's jedes Mal falsch. Das ist echt unglaublich. Wendigo-Man! Was geht euch durch den Kopf? So, okay. Können wir das abschließen? Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf den Weg in Richtung dem nächsten Questgebiet. Wie ich schon sagte, ist das hier Brunel Village. Da haben wir den folgenden Quest für die, die es lesen wollen. Jastmoroi experimentiert mit seinen Gebräuen. Ein paar davon schmecken gut. Das können wir natürlich auch so machen. Dass wir den Quest unterwegs lesen, während wir latschen. Er lebt im Brunel westlich von Karanos und ich will immer Schimmer eines seiner Getränke. Es wird mich warm halten, während ich in der Kälte unterwegs bin. Übrigens, ich habe jetzt hier links unten so eine Einblendung reingemacht. Das ist nicht, weil ich jetzt durchkommerzialisieren will, wie möglicherweise in den Kommentaren vermutet, sondern weil ich natürlich verantwortlich bin für die Dinge, die hier im Kanal gezeigt werden. Und wenn da zum Beispiel dann im Chat Blödsinn geschrieben wird, wäre ich dafür auch verantwortlich. Und das geht natürlich nicht. Profis auf YouTube. Außerdem brennt das gesegnete Zeug so heiß, dass ich es in Dead Teams Brennofen kippen kann, um einen Energieschub zu erzeugen. Diese nette Taktik hat mich schon aus mehr als einer haarigen Situation befreit. So ist also der Quest-Text. Wir sind hier sehr begehrt. Also das ein oder andere Tier hat uns hier zum Fressen gern. Kurz ein bisschen Ragout rausmachen. So, ja, das ist natürlich dann immer so eine Sache, wenn man ein neues Gebiet kommt, dass man dann immer so ein bisschen schauen muss, wo laufen hier die Möpse rum. Und vor allen Dingen gibt es da gleich auch zumindest, also die ganzen Ra-Mobs, die kann ich ja nicht auswendig, aber hier gibt es gleich einen, das kurz auch erklärt. Das sind also Gegner, die zumindest zu Classic-Zeiten den in aller Regel den Elite-Status hatten. Bedeutet also deutlich mehr Leben, deutlich stärkere Angriffe, idealerweise mit einer Gruppe zu besiegen, aber waren halt sehr selten, dass sie an einer bestimmten Stelle dann halt entsprechend gespawnt sind. Und dann konnte man die aus ihren Jesuslatschen herausschälen und bekam dann entsprechend ein wunderbares Loot-Item, in der Regel auch schon bei diesen kleineren hier, ein Green. Einer davon lebt auf dem See, auf welchem wir uns gerade zubewegen, hier Richtung Brunel. Hier ist die Hauptstadt übrigens, da werden wir dann gleich auch mal irgendwann hingehen. Aber wir machen das ja ganz entspannt. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf dein Feedback in den Kommentaren und Däumchen und ach du Dicke. So, mal gucken, vielleicht ist er ja gerade da. Der Herr Ramop, es ist relativ leer hier. Ich habe auch überlegt, es gibt hier eine deutsche Beta-Tester-Gilde, ob ich mich der vielleicht anschließen soll. Das Problem ist, ich hesitiere da ein wenig, weil der Name der Gilde zeugt von nicht gerade umfassend ausgeprägten Englischkenntnissen. Und kennt ihr das, wenn man so ein Perfektionist ist und der Name der Gilde ist falsch, grammatikalisch, ja? Irgendwie dann hat man so den Eindruck, ja, ne, gut. So, hier ist der Herr Gerstenboy. Lust auf ein Glas? Von dem werden wir gerne immer Schimmer. Und da sagt er, er hätte gerne 6 Eisklauenbären, 8 Klippeneber sowie 8 Schneeleoparden erledigt. Dann würde er uns immer Schimmer geben. Ich bin ganz Ohr. Und das perfekte Starkbier. Dafür brauchen wir Schimmerkräuter. Und das sind eben die, von denen ich glaube ich sprach. Oben auf einem Berg, die wir da einsammeln müssten. So, da sehen wir jetzt hier, ne? Diese ganzen Viecher müssen wir legen. Und hier weit oben auf den Bergen im Osten bauen die Trolle der Frostmane. Und das sind eben jene, welche diese Kräuter haben. Und hier auch sehr, also das ist hier irgendwo, hier oben auf dem Berg, glaube ich, war das. Oder war das hier? Man vertut sich da, glaube ich, mal so ein bisschen. Oder hier sogar. Ich glaube, es war hier sogar. Und ja, die ziehen immer regelmäßig Ads und da wird man dann sehr liebevoll aus den Latschen gesägt, wenn da also mehrere von denen gleich auf dich zustürmen. Und jetzt waren wir hier mit Level 7 und gegen einen Level 8 Ebasse
mal eben hier so ein bisschen durchsetzen. Das mit der aus der Bewegung raus, das müssen wir noch als Bug melden. Das ist viel zu lang. Das kann natürlich an der Serverlatenz liegen, ne? Soll ich vielleicht nicht melden, wenn es das wirklich nicht ist. Und wir haben dann gleich wieder ein Level up. Da kriegen wir auch neue Fähigkeiten. Das trifft sich dann sehr gut, dass wir dann diese Gebräusachen und so wieder zurückbringen müssten. Und jetzt heißt es für mich jetzt erstmal hier die E-Basse umlöten. Dann haben wir, da hinten sind so die Leoparden, die Bären sind so ungefähr in die Richtung. Jede Menge Mobs zu killen, und da das nicht so spannend ist, wisst ihr ja schon, schneide ich das immer so ein bisschen zusammen, damit ihr hier so ein bisschen auch den Eindruck bekommt, wie das aber wirklich ist, lasse ich natürlich auch einen Teil davon drin. Hier sind die ganzen Leopard-Gnomes, auch die haben das Problem, dass die wunderschönen Adden, da gibt es dann gleich auch die passenden Quests noch dazu, aber die sind ein bisschen höherstufig. Ne? Genau, die sind Level 10. Wenn wir da jetzt zu nahe kommen, dann ziehen wir natürlich die Aggro von dem halben Camp, weil wir natürlich noch zu niedrigstufig sind. So, wirklich 536.000 Stunden später haben wir es dann auch mal geschafft, die letzten Schneeleoparden zu finden. Hallo. Hier. Das war wirklich ein gewaltiger Akt, muss ich sagen. Und dafür kriegen wir jetzt zur Belohnung unser Festlein immer Schimmer, was wir jetzt natürlich zurückbringen müssen, und kriegen dafür einen Zweihandstab mit 4,3 Schaden. Naja, mit dem Stäben, da tun wir ja eh nicht so viel tun, aber wir müssen jetzt zwei Quests wieder zurückbringen nach Karanos, und der Vorteil oder das Schöne daran ist, wir können da direkt auch wieder beim Magierlehrer vorsprechen, denn wir sind jetzt Level 8 und dann kriegen wir nochmal den einen oder anderen neuen Spruch dazu. So. Trotzdem würde ich gerne, bevor wir jetzt hier kurz wieder unterbrechen, Winterwolf ist nicht der Rare Mob, das glaube ich nicht. Das würde auch angezeigt werden eigentlich. Ich glaube nicht, dass er das ist. Das müsste noch... Nee, siehst du, es gibt mehrere Winterwölfe hier. Es gibt einen, der hat dann... Also Rare Mobs haben ja dann hier oben so einen silbernen Kranz. Elite Mobs haben einen goldenen Kranz. Aber so wie es aussieht, ist Kollega nicht hier. Hätte ja sein können. Können wir hier nicht auch angeln lernen? Paxton Ganter. Könnten wir wahrscheinlich. Wollen wir aber... Oh. Moment. Da sehe ich aber was. Da ist ein Pack. Siehst du? Da ist er. Holzplanke. Ah, ich will den nicht versuchen. Aber gut, ihr wollt es natürlich, ne? Ich kenne euch ja. Ihr wollt, dass wir das versuchen. Ihr habt zwei Ads dabei. Das werden wir im Leben nicht schaffen. Aber ich zeige euch einfach mal, warum... dass der halt viel stärker ist als die anderen normalen Mobs hier im Spiel. Und lauf dann natürlich alleine wieder zu meiner Leiche zurück und sehen wir uns dann hinterher im Dings wieder. Das war natürlich sehr geschickt, wir haben noch ein weiteres Ad gezogen. Oh, der wäre alleine gekommen. Also möglicherweise, wenn das zweite Ad nicht dabei wäre, hätten wir das vielleicht sogar hingekriegt. Wir resetten den mal schnell, wenn er sich resetten lässt. Und das Ad ist zurückgelaufen, aber oh, wir schaffen das nicht. Yes! Puh, sehr schön! Ach, das freut mich gerade. Ja, und sowas. Leute, stellt das mal im aktuellen Spiel vor. Ramob, ja, hau ich um. Mir passiert nichts. Und hier... Du musst halt... Es ist schön. Es ist wirklich schön. Ach, herrlich. Gut, ich lasse schon mal zurück. Und dann sehen wir uns da auf der anderen Welt wieder. So, jetzt müssen wir erstmal unser Inventar leeren und dann können wir hier unsere Tricksereien anfangen. Das Ganze ist nämlich... Wie geht's? Hilft mir ja auch nicht weiter. Grau kann weg, Wolfsfleisch, weiß ich nicht, Bärenzahn, Hasenpfote, das Festlein brauchen wir. Eber, Dings, Dang, Dack, 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 das kann weg, der gesplitterte Zahn, verfärbter Fangzahn, zerbrochener Fangzahn, okay. So, jetzt sollen wir unten ein Fässlein austauschen. Dazu müssen wir die Wache ablenken, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und der hätte gerne ein Donnerbier, damit der... Ja, warte mal, muss...
Müssen wir ihm das geben oder geht er dann und holt uns nochmal? Wie war denn das? Ja, wir müssen dieses Fass hier austauschen und das geht nicht. Ich bin ganz Ohr. Er will das haben. Man sieht sich. Donnerbier, da frage ich mich auch, wo der Name herkommt. Ob das halt gewaltig donnert, wenn man da... Naja. Hallo. So, ich möchte mit ihren Waffen stöbern. Dann nehmen wir ein leckeres Donnerbier. Treibt auf den Boden. Na, da leckt's aber gerade ein bisschen. Wie geht's? Dann geben wir ihm das mal. Mögen eure Reisen sicher sein. Und dann geht er, oh, und sagt, es ist so ein toller Typ, dieser Garderol. Und dann kann ich das Fässchen hier klauen. Und im Wesentlichen ist es auch gemein, ne? Wir sagen dem jetzt, ach ja, wir wollen hier schön dir mit dir einen trinken und in Wirklichkeit bestehen wir den einfach. Naja. So. Und dann will der Pilot Benkulwitz, der will das Immer-Schimmer-Festchen haben. Dann bringen wir ihm das auch mal direkt. Und das andere Fass müssen wir nach Brunal bringen. Das ist natürlich auch witzig, ne? Du bist hier im Zwergengebiet unterwegs. Und das, was du zu tun hast, ist im Wesentlichen irgendwie Bier hin und her transportieren. Oh Mann, ey. Sehr schön. So. Dann schauen wir mal. Ach so, wir wollten auch beim Magierlehrer vorbei. Das haben wir natürlich wieder ganz vergessen. Wie geht's? So, und dann nehmen wir hier den knorrigen Stab. Mögen eure Reisen sicher sein. Schöner Schrank auch. Und den können wir dann direkt mal ausrüsten. Lernen das nicht mehr. Hier, so. Ich habe so eine schöne Krankheit eingefangen. Tollwut. Gesundheitsregeneration um 50% verringert. Stärke um 3 verringert. Beweglichkeit um 3 verringert. Das ist, weil mich der Herr Kerbholz oder wie auch immer der hieß, leider mal kurz gebissen hat. Und schon habe ich mit Tollwut eingefangen, nicht? So schnell kann es gehen. Gut. Ja, wollen wir den Kochen lernen? Ich glaube schon, ne? Es wäre kein Garderol, wenn es kein Koch wäre. Warte, jetzt gehen wir erstmal. Die Magiersprüche gehen natürlich vor und wir sehen auch schon, der Magier wird demnächst eine Quest für uns haben. Und so. Verwandlung in ein Schaf, da ist es. Jawohl, wir können schieben. Sehr gut. Legen wir mal hier hin. So. Welch Freude, euch zu sehen. Ja, das ist aber ganz auf meiner Seite, lieber Mann. Frostblitz Rang 2, Feuerwagen Rang 2, Arkane Geschosse Rang 1. So, von Retail würdet ihr jetzt sagen, ja, wunderbar, bin ich ja jetzt fertig, ne? Wir sind aber in Classic, das heißt, ihr müsst jetzt natürlich die neuen Ränge der Sprüche wieder auf deine Leiste ziehen. Zack. Und zack. Und dann haben wir Arkane gelernt hier. Arkane Geschosse, sehr gut. Hey, guten Tag. Ich bin ganz Ohr. Ich würde gerne kochen lernen. Jawohl, Kochlehrling. Ein Silber und dann kriegen wir ein paar auf der Hut. Rezepte und dann können wir nämlich unser Inventar lernen. Können wir mal eben das Rezept lernen. Ach nee, wir brauchen ja erst Level 25. Gut, dann mal hier Kochlehrling. So, einmal geröstetes Eberfleisch, 3 Stück. Und dann können wir uns das schmecken lassen. Hat aber noch keinen Effekt, ne? Also hier, also gut, der grüne Effekt in dem Fall, aber noch nicht irgendwie, dass wir da jetzt irgendwie, wenn sie sitzen bleiben. Ah, hier. Das Problem ist, ich habe keine kleinen Eier, ich habe nur... Ne. Ah. Wo ist ein Self-Diss, ne? Wenn man es genau nimmt. Weiß. Sacken. Gut. Die Sachen brauchen wir in der Tat nicht. Wie das heißt, geht's? Ich würde sagen, hier. Fort mit euch! Na, gehen wir weg. Hier würden wir ich die Sachen ganz sofort verkaufen. Geröstetes Eberfleisch und verkohltes Wolfsfleisch. Aber wir können die Eberrippchen in Biersoße, die können wir uns reinschieben, denn die erhöhen 2 Punkte Ausdauer und Willenskraft. Schön, hier können wir erste Hilfe lernen. Das Problem ist, dass erste Hilfe mit, wenn ich jetzt Schneider werden will, ne, dann ist das Problem, das kollidiert damit, weil wir die Stoffe, die wir für erste Hilfe brauchen, dann auch fürs Schneidern brauchen. Gut, ich werde mich jetzt mal auf den Rückweg nach Brunal machen, Brunal, aber ich werde im Real Life mal eben ein bisschen was essen und dann nehme ich gleich weiter für euch auf. Na, die Ausaufnahme, hallo?
So, da haben wir's. Mit unserem Gerstenbräu sind wir zurück bei Gerstenbräu. So. Bleibt sauber. Gehen wir mal ab. Und jetzt die Frage, wie machen wir weiter? Wir haben zwei Optionen. Wir könnten in der Tat mal hier versuchen, das Schimmerkraut zu bekommen. Ich würde es einfach mal machen, weil, hey, wir haben allein einen Rahmob umgelegt, was mir aber sagt, dass möglicherweise das Tuning falsch ist. Also, dass da noch ein bisschen der Mob noch ein bisschen verstärkt werden müsste. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass was im normalen Classic damals so geschafft hätte. Und die andere Option ist, dass ich möchte immer so am Ende der Folge, dass da etwas ist, damit ihr wisst, ihr bleibt bis zum Ende dran. Würde ich vielleicht mit euch dann nach Ironforge gehen, die Hauptstadt der Zwerge und Gnome, und dort mit der Eisenbahn nach Sturmwind fahren, damit wir... Ja, dann könnten wir da weiter questen sozusagen, ne? Das wäre die zweite Option. So, hier oben sind die Trolle. Ich glaube, wir fangen mal hier vorne an. Praktisch als Gnome, da passt man hier drunter her und muss nicht außen rumlaufen. Hervorragend. Übrigens, ja, es ist wirklich so, dass Tauren als einzige eine etwas größere Hitbox haben. Auch das wurde schon als Fehler reportet, ist aber keiner. So, und ich glaube, hier gibt es dieses Shimmerweed in so Kisten, die zwischen diesen ganzen Trollen rumstehen. Und das Problem ist, dass diese Trolle alle gegenseitig Aggro ziehen. Und eigentlich habe ich da keine guten Erinnerungen dran. Niemals, niemals, nie geht man früh hier hin. Schauen wir mal, ob es wirklich so hart ist, wie ich es in Erinnerung habe. Und dann müssen wir noch gucken, wo die stehen. Ob die auch hier oben stehen oder ob die nur auf der anderen Seite stehen. Außerdem sehen die Dächer falsch aus. Das werde ich nachher als Bug reporten. Da stimmt was mit der Beleuchtung noch nicht. So, aber normalerweise ist hier dann... Die droppen das auch, ja, aber hier stehen so Kisten normalerweise rum und die finde ich hier gerade nicht. Das irritiert mich gerade. Normalerweise stehen hier... Gut, dann müssen wir vielleicht doch zur anderen Seite. Gehen wir mal zur anderen Seite. Ist ja kein Problem. Wir haben ja Zeit. Teilweise zumindest. Ja, ich hätte auch gerne heute Abend einen Livestream gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Die Mods stehen nicht zur Verfügung und alleine ist es immer so, ich möchte, dass unsere Livestreams halt eine sehr gute Qualität haben. Und ich glaube, das ist nur gewährleistet, wenn man auch wirklich vernünftig auf den Chat eingehen kann. Wenn ich den Eindruck habe, dass es nicht gewährleistet, dann finde ich das halt suboptimal. Ach, dann spielen wir auch in der nächsten Folge mit unserer Flöte rum. Stimmt. Da war ja was. Den Weg nach Sturmwind war ja diese eine Quest. Der Gardafänger von Hameln. So, wie sieht's denn hier aus? Ach, guck mal. Kupfermine. Da ist eine Kiste. Seht ihr? Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Oh, nee, nicht gut. Und wir haben noch keinen Counterspell. Der Magier bekommt ja irgendwann so eine Fähigkeit, mit der er den Gegner beim Casten unterbrechen kann. Haben wir aber noch nicht. Jetzt nehmen wir auch mal hier so ein leckeres Rippchen. Denn mit diesem Essen bekommen wir einen kleinen Buff dazu. Wenn wir mindestens 10 Sekunden sitzen bleiben, da haben wir es auch schon. Erhöht Ausdauer und Willenskraft. Und das ist gerade jetzt in den unteren Leveln sehr viel. Deswegen ist es ja auch sehr viel, wenn wir... Was ist denn meine Rüstung, Null? Hier, Feenfeuer. Rüstung um 216 verringert. Bei einem Magier ist das natürlich... So, wir könnten davon einen schieben. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher.
Wenn der stehen bleibt, dann können wir da auch immer schön Feuerwehr dazwischen schmeißen, der dann runter tickt. Nein, du bist... Natürlich auch Kisten öffnen, 35 Sekunden und da haben wir unser erstes Schimmerkraut. Sehr schön. Eventuell ist in den Mobs auch noch was drin, das weiß ich nicht. Ja, und diese Quest halt deswegen sehr gefährlich, weil diese Mobs normalerweise sehr zügig von A nach B gelaufen sind und ihre Freunde geholt haben und denen erstmal erzählt haben, was für ein schlechter Mensch ich bin. Beziehungsweise in dem Fall, was für ein schlechter Gnom ich bin. Hä? So. Aber ich glaube, in den Mobs ist in der Tat selbst nichts drin. Oh, ein schwacher Heiltrank. Sehr schön. Das erste Item, was irgendwie so ein bisschen von Wert war. Ansonsten relativ wenig Dropse. Vielleicht sind die ja auch alle schon gelutscht. Vielleicht diese wegen... Ja, ist. Die Witze werden nicht besser, je später der Abend wird. So, hier vorne ist nochmal so ein Kollege. Das war vielleicht keine gute Idee. Dim Aki Tjadja Juti Dadja. Komm offenbar aus Polen. Da ist die nächste Kiste. Ja, ich glaube, der Fehler war früher, dass man hier mit Level 7, 8 hingegangen ist, weil man da schon die Quest angenommen hat und dann wusste man halt nicht, dass das ein Level 9 Quest ist. Aber dann sind wir hier soweit fertig. Dann würde ich erstmal wirklich nach Elven Forest gehen und da ein paar von diesen leichteren Quests dann machen, bevor wir hier voranschreiten. Ich glaube, hier ist die nächste Mission, die schickt uns nach hier zum Steinbruch. Ich glaube, da gehen wir lieber noch nicht hin. Wir machen das so ganz entspannt hier. Das ist so alles easy. Gehen wir mal ein paar weitere Kisten sammeln. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich habe alle gepult. Nein, ich habe alle gepult. Ich habe alle gepult, ich muss weg. Oh nein, ich muss weg. Nein, nein, nein. Nein, da ist der Nächste. Da ist der Nächste. Da ist der Nächste. Ich falle runter und sterbe dann. Heiltrank nehmen. Kommt ihr jetzt hinterher oder nicht? Oh nein. Geht doch einfach weg. Puh. Ja, und es ist schon sowas, wenn sich die Welt ja auch noch gefährlich anfühlt. Auch das ist ja ein Unterschied zu Classic, ne? Also in Retail ist es so, im Wesentlichen läufst du überall rum und es ist eigentlich schon sicher, dass dir nichts passieren kann, ne? Weil eben, ja, wenn da Mobs kommen und so, dann hacken die zwar auf dir rum, das ist zwar richtig, aber im Wesentlichen tun die dir nichts. Weil du weißt, du bist stärker, ne? So, ich zeige euch das mal mit dem Schiepen. Schabupp. Einer ist weg. Dann zerlegen wir den anderen mal eben. Nach allen Regeln der Kunst wird er mal eben hier in seine Bestandteile zerlegt. Und dann können wir den anderen zerlegen. Werden vielleicht vorher noch was essen sollen. War jetzt nicht so schlau von mir. Gut. Problem gelöst. Haben wir hingekriegt. Der hat mal den ersten Stoff. So, zack. Oh, das ist eine Truhe. Und das ist auch so eine Sache. In der Truhe können hier wirklich auch wertvolle Sachen drin sein. Deswegen erst die Truhe nehmen, bevor wer anders kommt. Silberbarren, leichtes Leder, Stockfleisch. Hast du gesehen? Das hat sich richtig gelohnt. Hab ich gar nicht gesehen. Hier voll am Geiern. Gut, Schimmerkraut haben wir. Dann würde ich sagen, bringen wir das mal wieder weg. Nach Hause. Das musste doch da hinten hin, oder? Genau, nach Brunel. Oder Brunel. Gebraut alles. Hallo? Ich kann das nicht plündern. Warum denn nicht? Oh nein! Jetzt haben wir die Trolle überlebt und dann
springt er hier in den Tod. Sehr gut. Ich sollte vielleicht mal wieder was essen und trinken. Ja, nochmal hier so ein leckeres Muffin essen. Nom 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 nom. Warte mal, dann tun wir mal den Buff mal hier, dass wir leicht durcheinander kommen. So. So. Also, nochmal mit dem Herrn Gerstenbräu hier. Redet mit mir. Dann müssen wir mal gucken, was nehmen wir denn da? 9 Rüstungen. Nehmen wir den Ziegenfellumhang. Ersetzen wir also den Bärenfellumhang in einen Ziegenfellumhang. Ich möchte, dass mein Bruder Wellard. Er mag vielleicht kein Bierbrauer. Könnte ein dieses Fass. Natürlich, wir schleppen wieder ein Fass durch die Gegend. Die Frage ist jetzt, ich glaube, das war der Bruder, der dann bei dieser Mine ist, wo ich eben von sprach, dass wir dahin dann müssten. Und deswegen, wie bereits angekündigt, würde ich jetzt, nehmen wir mal den Bärenpelz, den legen wir mal ab, würde ich mal. Grüße. Alternativ dazu, ich brauche echt ein Taschenmanagement-Add-on. Bilden eure Reise. Alternativ dazu, weil ich glaube, das ist das hier, ne? Wir lesen mal kurz. Ich möchte, dass mein Bruder Wellard. Mag vielleicht. Huch. Könnt ihr das Fass. Ach so, der ist im Wachturm, im südlichen Wachturm von Loch Modan. Das wäre das nächste Gebiet hier quasi. Und dann müssen wir das hier unten hinbringen. Sollen wir das jetzt erst machen? Ich glaube nicht. Andererseits können wir da den Greifen nehmen, dann zurück nach Ironforge. Dazu müssten wir erst nach Ironforge und da den Greifen nehmen, damit wir zurückfliegen können. Und die Mission, den Greifen zu nehmen, annehmen können. Ist das alles kompliziert? Also ich würde sagen, ich lade jetzt mal eben hier rum und dann hier beim Steinbruch vorbei. Da gucken wir eben, welches Level die Quests sind. Und dann machen wir eben diese schöne Reise und bringen das Fass zum Südturm und dann werdet ihr mit mir gemeinsam, nehme ich mal kurz, was erleben. Da werde ich euch wieder eine kleine Geschichte dazu erzählen. Also gibt es heute noch nicht die kleine Bahnreise, sondern die gibt es in naher Zukunftsfolge. Sondern ich werde euch zeigen, wie das so war mit dem, dann kommst du in ein neues Gebiet. Und vor allen Dingen so architektonisch, was mir da aufgefallen ist, denn da schwebt mir gerade sehr konkret vor, auf was ich euch da hinweisen möchte. So, damit wir gleich bequem zurückkommen, sind wir jetzt gerade auf dem Weg nach Ironforge. Also einer der ersten so großen Momente, die man dann als Spieler erlebt, wenn man in die Spielwelt reinlatscht sozusagen und dann irgendwo, wie soll ich sagen, erschlagen wird von dem, was die Entwickler machen. Diese Szene kennt ihr aus dem Ankündigungstrailer und dieses Gebiet hier wird immer, hier werden immer fleißig Duelle gemacht. Denn ist der Typ für die Pala-Quest, für den Hammer. Und jetzt guck mal hier dieses Gebäude und dann kommst du hier rein, da steht der Zwerg und die Musik natürlich. Ach, es ist awesome. So, dann setzen wir auch gleich mal unseren Ruhestein. Bei dem Gasthaus hier vorne. Und ihr seht, es ist wirklich sehr wenig los auf den Beta-Servern. Sehr, sehr wenig los auf den Beta-Servern. Was kann ich für euch tun? Seid auf der Hut! Gut. Auktionshaus klemmen wir uns. Ja, und dann ist das hier so eine Riesenstadt, so ein riesengroßer Ring. Dann läufst du erstmal rum und guckst dir die Geschäfte an. Und irgendwann stellst du fest, hä? Was ist das hier für eine Tür? Gehen wir nochmal gucken. Was mag denn da wohl sein? Stell dir vor, du bist ein neuer Spieler. Und das ist das halt. Und dann kommst du hier in die große Schmiede, wo die Zwerge ihrem Tagwerk nachgehen, mächtige Waffen schmieden, Russen sich auf dem Weg zum König verlaufen. So, und wir holen uns den Greifen, die Fluglinien sozusagen, die uns ermöglichen, in der Welt zügiger von A nach B, nach C, nach D zu reisen. Bei der Allianz hier diese wunderschönen Adler. Geht euch durch den Kopf. Man sieht und wir sehen hier, wir kennen noch keine weitere Flugroute, die verbunden ist. Ja, und dann geht's wieder nach draußen
Und hier ist es auch, wo man sich dann andere Spiele anguckt, nicht? Also, ich will jetzt auch schon Level 30 sein und so eine coole blaue, was weiß ich, was tragen, wie der halt trägt. Und sowas geht natürlich, so wie das Spiel im Moment ist, total verloren, weil das hier ist das gleiche Ironforge von 35.000 anderen Servern, wo jeder beliebige Spieler auf der halben Welt theoretisch rumlaufen könnte. Aber in Zukunft ist das hier mein Ironforge. Wenn ich hier in Ironforge rumlaufe, dann immer mit den gleichen Leuten. Und ich, ja, im Moment mit gar keinen. Aber gut. So, also wieder raus und dann kurz die Aussicht genießen und dann machen wir uns auf den Weg. Oh, guck mal, hier ist auch eine schöne Map. Cool. Da sieht man die einzelnen, es hat einzelne Bereiche, wo verschiedene Klassen, Rassen und so weiter untergebracht sind. Die Berufslehrer und so, das werden wir uns auch mal in Ruhe angucken, ist überhaupt kein Problem. Und hier kommt man dann wieder raus und dann kann man hier einmal schön in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah. Classic kommt bald. Oder man kann sich hier zum Flughafen hochbacken. Nein, hat er nicht gesagt. Guck mal, wie schön. Ne? Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zur Müllhalde, wollte ich gerade schon sagen. Zum Bergbau. 5 Stunden später. So, hier ist der Steinbruch. Auch dazu habe ich eine schöne Geschichte zu erzählen. Das war nämlich hier, habe ich mein erstes Gold verdient. Ja, als ich hier ankam im Release, hatte ich mein erstes Gold hier unten. Da war da nicht mehr Silber, da war da Gold. Habe ich nämlich hier einfach Bergbau gemacht und das dann beim Händler verkauft. Fort mit euch. Es ist eigentlich schon peinlich. Ja, siehst du, Level 11 Quest ist in Level 9. Und der nächste Quest ist, glaube ich, noch eine Stufe weiter. Deswegen wollen wir das, glaube ich, gar nicht machen. Schädelhauer der Felsenkiefer. Also wir werden hier nochmal zurück. Hin, zurück. Hin und zurück. Wir werden ja mal hinten zurückkehren. Wobei wir jetzt natürlich eine ganze Weile gelatscht sind. Aber wir bewegen uns jetzt hier weiter. Und zwar gehen wir hier jetzt hoch den südlichen Berg. Was ist der nördliche? Wir sind am nördlichen Turm. Wir sollen aber zum südlichen. Und da habe ich euch noch eine kleine Geschichte versprochen. Wir sind eh schon sehr lang mit dieser Folge. Aber den hängen wir noch kurz dran. So, wir verlassen jetzt hier, so langsam aber sicher, verlassen wir die Map und gehen durch einen der berühmten Tunnelle. Da gibt es so jede Menge viele von. Und ja, eine Sache davon ist halt diese Zwergentunnel, die Zwergengebiete miteinander verbinden, beziehungsweise überhaupt die Gebiete hier in dieser Region. Ich glaube, hier gab es auch irgendwo noch so ein Quest, oder war das am Nordtor? Ich glaube, es war am Nordtor. Hier müsste eigentlich ein NPC sonst stehen. Ah doch, hier ist ein Quest. Der nimmt das hier entgegen. Okay. Aber der schickt uns, glaube ich, weiter, ne? Ich weiß das gar nicht mehr. Guck mal. Da, Gebirgsjäger, Gersten. Hallo. Hallo. Fort mit euch. Der schickt uns jetzt weiter, glaube ich, ne? Bringt das, Telsamar noch Modan. Genau. Genau, und dann kommt man hier nämlich... Ja, wo geht's denn da hin? Da geht's in ein neues Gebiet. Lass uns da mal hingehen. Das war total aufgeregt, ne? Weil das ist ja alles neu. Und jetzt sind wir hier am Südtorpass. Jawohl. Und... Ja, man ist ja schon gespannt, ne? Wie geht's weiter? Was wird auf der neuen Map zu sehen sein? Ne? Und dann kommt man hier so hin. War die ganze Zeit im Wintergebiet. Und hier ist so ein bisschen Restschnee noch, ne? Dann haben wir hier... Kommst du hier... In dieses Tal, diese schöne Musik, wie in Elven Forest halt. Und dann siehst du, hier so ein Riesenzwerg. Und was hier sehr, sehr schön ist, ist, was man hier sehen kann, wie mit sehr, sehr coolen Tricks die Welt auch größer wirkt. Das zeige ich euch gleich. Da wollte ich nämlich genau drauf hinaus. So, hier können wir die Quests noch nicht annehmen, aber guckt euch das mal an. Du kommst hier an, geh mal eben hier so, und dann siehst du hier diese Zwerge. Und das wirklich interessante ist, sind immer wieder diese Gebäude, die hier eingebaut werden in das Gebirge, wo man sich dann, hier ist Licht, dann stellt man sich vor, ja, wir sind hier nicht allein, hier leben Zwerge, die sind hier zu Hause, ne? Die wohnen hier oben in dem Berg, da ist auch irgendwie Zwergenwohnung und wir durchstreifen dann hier das Land auf der Suche nach Abenteuern. Und das ist einfach, ja, ich finde es einfach mit Game Design technisch gesehen sehr simplen Mitteln, ja, räume ich ja ein, aber ein schöner Effekt damit erzielt. Und ich frage mich, ob es sowas
ob ich persönlich sowas dann nochmal erlebt habe, im Sinne von, dass es diese Tiefe entwickelt, dass man sich so da rein steigern kann und so, ne? Das, ja. Ich muss übrigens mal hier mit meinem Mikrofon noch ein bisschen ein, zwei Sachen nochmal ändern. Ach, der Talk, der ist Level 11, deswegen haben wir den gepult, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, so diese Rattenohren-Quest und so, die waren ja auch nicht so viel höher. Müssen wir mal eben kurz gucken. Und hier müssen wir auch irgendwo nach Telsamar in Loch Modan. Da vorne wird unser Fass schon erwartet. Und hier gibt es dann die nächsten Quests. Und hier ist dann wieder so ein kleines Dorf. Da ist der Flugpunkt, von dem ich eben sprach. Und in der nächsten Folge reisen wir dann mal nach. Schön, euch zu sehen. Stark. Bitteschön. So, sucht nach einem Läufer, jemand der Reise. Bleibt auf dem Boden! Das sind nämlich hier dann Level 15 Quest, den brechen wir jetzt erstmal ab. Der Questlog sieht normalerweise anders aus, das wisst ihr, das ist jetzt auch von dem Add-on. Und ansonsten gibt es hier noch keine weiteren Quests. Kurz das Dorf entdecken. Und wenn wir Level 10, Level 11 sind, können wir wieder zurückkehren. Aber jetzt zum Abschluss eine Flugreise in voller Länge nach Ironforge für euch da draußen an den Empfangsgeräten. Und in der nächsten Folge machen wir uns auf die Reise mit der Eisenbahn nach Sturmwind und gucken mal, was es da in Goldhain für Quests gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da und jetzt viel Spaß mit den Impressionen.